Ich wollte ganz kurz nochmal den Ist-Zustand zeigen von diesem Block. Ich zeige ihn nur von oben. Könnt ihr alle mal raten, was es ist? Da steht auch noch ein Teil. Das gehört noch da rein. Hier. So. Aber ich baue es jetzt auseinander. Das ist ein Monoblock. Verstärker. Völlig unspektakulär. So sieht das Ding aus. Und hier hatten wir das Problem. Wir haben hier so ein geiles Klebeband. Hatten die hier überall dran. Hier zum Beispiel. Da klebst du das dran. Da haben wir jetzt hier noch diesen Kleber überall. Hier, hier. Und auch an der Front, an der Front hinten da ist auch noch was dran. Es muss alles ab. Und das muss man irgendwie alles lösen, alles sauber machen, abmachen. Und diese Abdeckung hier oben, die fehlt. Die muss ich irgendwie nachfertigen lassen. Da bin ich mal gespannt, was sie mir dafür aufrufen, so ein Ding nachzufertigen. Es ist kein Problem, das ganze Ding ist wirklich ein Prototyp. Also man sieht hier, das ist alles so gefräst aus Alu, aus Fett, aus dem Alu-Block rausgefräst. Das sieht man dann auch hier an diesem Ding, wie das gearbeitet ist. Zum Beispiel hier an dieser Stelle, dieser Brücke, wie das gearbeitet ist. Das ist für einmal gebaut worden erstmal und das war's. Hier, wie das gelötet ist. Man ist sehr improvisiert noch. Ja, meine Aufgabe ist jetzt erstmal komplett zerlegen und alles säubern. Und ja, ich schaue mir das erstmal an, was da alles kaputt ist, was inwieweit der komplett ist innen drin. Hier wurden ja auch Kabel zerschnitten, einfach abgeschnitten. Dann muss ich mal schauen, ob ich das alles hinkriege wieder. Ja, sieht jetzt nicht sehr spannend aus. Ne? Es ist jetzt einfach nur so ein Metallblock irgendwie, der eigentlich total defekt ist. Aber das Ding ist halt, das existiert nur einmal auf der Welt. Und das ist halt für so Audio-Freaks oder so ist das natürlich schlechthin, das Teil. Das existiert nur einmal. Ja, man kann es natürlich irgendwie als Bauplan nehmen. Ich habe da sogar Baupläne. Ich weiß gar nicht, ob dafür oder für andere Geräte von denen habe ich so ein paar Baupläne. Und dann kann man sich so ein Ding auch nachbauen nochmal oder so, wenn man das mag. Aber das ist halt der Prototyp tatsächlich und der ging nicht in Serie. Und sowas ist genial. Sowas finde ich toll. Das ist ein Stück HiFi-Geschichte für mich. Kann keiner nachvollziehen, groß, außer ich. Ich selber, ich kann es nachvollziehen. Gut, jetzt schnapp ich mir das Ding und zerleg's. Und das war's. So, guten Morgen, liebe Leute. Heute ist Fasching in der Kita. Morgen ist Fasching in der Schule. Ja. Kinder sind weg. Wir wollen einkaufen. Ohne schreit. Ohne schreit. Jetzt geht's nach Hause frühstücken. Und ja, dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Schrauben habe ich gekauft. Eine Tütchen Schrauben. Für mein wunderschönes neues elektrisches Gerät, was ich zu Hause stehen habe. Alex freut sich sehr. Ist egal. Völlig egal. Völlig anteilnahmslos. Ich bin da gestern, hab da vorgesessen wie vom Heiligen Gral. So. Oh.
ist immer so über mich drüber gestiegen, so, ey, geh doch mal. Sich genau vorhin gesetzt. Na ja, Mann, das Ding bewegt man ja auch nur einmal. Ja, aber das war genau mein Durchgang zum Geschirrspüler. Ja, das ist immer der Durchgang zu nach irgendwas. Das ist halt der Flur. Das ist halt der Flur. Ja, da hast du dich einfach hingebloppt. Ja, blopp. Gedroppt. Ah, so schön. Jetzt habe ich Schrauben, jetzt werde ich es zusammenschrauben. Bis auf diesen Deckel. Arrgh. Da muss ich mich heute auch noch drum kümmern. Der Deckel kostet noch mal 300-400, ne? Meinst du, so teuer ist das? Bestimmt. Nein. 300 Euro. Ein Stück Blech? 300 Blech. Eben nicht. Es ist nicht ein Stück Blech. Ein Stück Blech habe ich mit dazu bekommen. Der hat ja schon, das war ihm ja so peinlich, dass er gedacht hat, das wäre der Deckel. Also der hatte da so ein Straßenschild. So ein Verkehrsschild. Irgendwie so. Ja, und dann geht es los jetzt hier auf alle Fälle mit Verleimung von diesem schönen Stück. Das geht ja schon seit Jahren, jetzt, dass es immer auseinanderfällt. Und irgendwie geht das immer unter. Oder ist irgendwie Leim nicht da? Oder was ist eigentlich das Problem? Ja, immer fehlt irgendwas, ne? Heute haben wir Leim gekauft. Yay. Und dann würde mal sagen, jetzt, wenn es auseinander soll, geht es natürlich nicht. Achso, das ist ja schon. So. Okay. Hält das? Mhm. In der Mangel. Jetzt gehe ich zum Baumarkt und hole Aufkleberentferner, weil hier auf diesem Gerät, was ich da gekauft habe, befindet sich ja befand sich dieses furchtbare Paketband. Jetzt habe ich schon versucht, mit Waschbenzin es runterzukriegen. Keine Chance. Es klebt alles nur, es sieht richtig räudig, ekelhaft aus. Schmiert nur. Geht schon, da oben haben wir ein Stück weg, aber brauche ich ewig. Und ich hoffe, dass Aufkleberentferner die Sache besser macht. Und schwupps ist der Tommy auch schon wieder da und eiert hier mit zwei Produkten durch die Gegend. Und zwar einmal hier diesem und einmal diesem. Und dieses hier habe ich jetzt aufgetragen, soll man einwirken lassen kurz. Hier ist es das gleiche auch, glaube ich. Einstreichen und bis zu 30 Minuten einwirken lassen bei dem gelben. Und bei dem hier ist es kurze Zeit einwirken lassen. Kurze Zeit. Tja, was ist eine kurze Zeit? Im Vergleich zur Ewigkeit. 1000 Jahre. So nimmst
Das ist enttäuschend. Das ist jetzt hier schon 5 Minuten drauf. Ein großer Popel. Irgendwie scheint es ja doch zu funktionieren, aber es ist sehr, sehr mühsam. Mann, ey, macht bloß keine Paketbänder irgendwie ran und vergesst die. Sofort wieder abmachen. Sofort, wenn die ihren Zweck getan haben, sofort wieder ab. Und nehmt gutes Paketband. Denn selbst die Billionen sind bei Eimerkleben sofort, lösen die sich so auf. Das ist ein Kraus. Dann bleibt die Hälfte kleben bei diesem braunen Paketband. Das riecht doch ganz vertrauenserweckend. Mal ausgezeichnet, das ist, ich bin jetzt total satt. Ein bisschen überfressen. Das muss auch mal endlich gemacht werden. Habe ich vorhin auch dran gedacht. Na, was guckst du so um die Ecke? Das sieht anders aus. Okay, lass das Zeug, das Gift hier richtig viel lange einwirken. Ich esse jetzt noch ein Schokoriegel, das ist mein letztes Essen heute. Ach. Na, so ein Mini-Teilchen. Nur so ein kleines. Das lohnt sich eh nicht für die Kinder aufzunehmen, es ist nur eins und mit Streit. So, das lasse ich jetzt einwirken. Mhm. Eine halbe Stunde. Yippie, die erste Platte ist fertig. Sieht doch ganz manierlich aus sogar. Na klar, sie hat Gebrauchsspuren. Schraube ich das gute Stück mal hier wieder fest. Das ist wieder zum ersten Mal, weil die Schrauben hatten wir ja gar nicht. Die haben wir ja gar nicht mitbekommen. Allerdings habe ich welche geholt. Ich muss noch mal zum Bauhaus. Nein, das glaube ich nicht. Wieso nicht? Wieso musst du noch zum Bauhaus? Die Schrauben sind nicht ideal. Als Fasching. Für Anouk. Ja. Hey. Hier. Ein Kleopatra. Der Verkehrspolizist. Ganz schön viele Accessoires. Stellt sich vor die Schule hin und hält die Autos an. Ich bin das Verkehrsmädchen für die Schule. Hey, haben Kinder zum Zell. Kinder, guck rein. Anu? Nochmal nachschminken? Naja, nach dem Essen. Anu guckt so fröhlich. Anu freut sich. Ja, Mensch, ja, bitte, da hast du. Ganz wunderhübsch. Die Lumen. Na, was? Was bist du denn, Lumen? Sie ist Aprotiba oder so. Ich konnte mir nur das A merken. Kleopatra bin ich doch. Kleopatra. Wunderbar. Was bist du denn? Das weiß man ja gar nicht. Das ist ja eine ganz geheime Verklärung. Ich habe mich selbst gefesselt. Wieso? Der hier ist festgenommen. Der kann sie nicht so bald. Na dann. Doch, doch. Die Leute, die es wissen müssen, wissen was, Leute. Zum Beispiel, wie heißen die? Jetzt hab ich's vergessen. Na, bei Chuck. Fulcrum. Fulcrum weiß es.
gerettet. Du bist zu Fulcrum, genau. Ich bin der gute Wicht. Mann, ich nicht, auf mein Kostüm. Ich bin der gute Wicht. Sich einer diesen Piefke an. So süß. Ja, so süß. Winkst du? Ja, fast. Und jetzt weg mit der Mütze. Ah! Jetzt wird dunkel. Piefkes Schiebermütze. Ihr müsst dann immer hier durch. Komm weg. Nee, wollen wir so lang mit der Zeit, ne? Ja, nee, ich weiß, wenn sonst schlafe ich ein. Nicht wegen dem Thema. Nee, ja, nee, den kenne ich auch, da bin ich ja auch gerade. Naja, so ein. Soll ich dir dann mal vorbeibringen? Die Sachen, oder? Weil ich hatte schon mal und da hast du gesagt, wir haben genug so, aber da war. Du meinst für unsere Kinder? Ja, klar. Ja, und gucken kann man immer. Ich habe jetzt, wir haben ja auch wieder viel aussortiert, also ich weiß ja nicht, was du da hast, das schauen wir mal. Ist die an? Ja, willst du was sagen? Nee. Morgen? Nee, komm, ich gerade hier. Eine große Liste, neue Kamera. Ist der Mann mit der roten Mütze. Jawohl. Ja, alles überstanden. Neben dem Kopf bitte. Was ist denn die Fasching? Fasching. Fasching überstanden und hier kommt die Kleine. Der Kinderexpress. Ich gehe lieber hier hin. Es ist sehr günstig, mach mal. Oder auf den Boden hinsetzen. Mama. Ich muss noch das Hose holen. Ich da lachen die auf unserem Video war Kuckuck. Kuckuck, ich bin nackte Dai. Du bist der nackte Dai. Oh, oh Mann, das sieht süß aus. Warum hast du weiß? Du bist immer so schwarz wie der Nachthimmel, Papa. Hey. Warum bist du immer so schwarz wie der Nachthimmel, Papa? Weiß ich gar nicht. Ich glaube einfach. Dann sieht man den Dreck nicht so, ich mit dreckigen Sachen zu tun habe. Kiele, Kiele. Und du, bist du fertig? Ziehst du dir eine Hose an? Da drüben ist sie das? Ich weiß nicht. Wir werden jetzt gleich losgehen. Oh,
Ich hasse die Schule. Das ist doch Quatsch. Mhm. Jetzt gibt's Frühstück. Wir haben eingekauft. Bei Lecker nicht Edeka. Mensch! Endlich wieder was mit Fahrrädern zu tun. Auf eine angenehme Art und Weise. Ich schaue mir gleich Räder an, ganz viele. Die kann ich so mitnehmen. Alle legal, alle gescheckt. Teilweise schon repariert. Oh, ich freue mich. Also jetzt freue ich mich doch. Ja, weil es ist so ein so frischer Wind. Das ist gut. Nach einem Regen kommt der Sonnenschein. Cool, ich miete mir eine Robbe und dann geht's los. Jo, oh Mensch, ich freue mich ja richtig. Wir sind auf einer Mission. Und zwar schaue ich mir jetzt die Fahrräder an. Demian, seine Frau, die arbeitet ja in einem, den Jan habt ihr kennengelernt, das ist ja vom Praktikumsplatz da, mein sogenannter Ausbilder gewesen. Und dem seine Frau arbeitet ja in einer Werkstatt, in einer Fahrradwerkstatt. Staatlich gefördert. Irgendwie wird die Fahrradwerkstatt, also man kriegt, die kriegen so Räder von Wohnungsbaugesellschaften sowie Ordnungsamt wohl und alles so, also wahrscheinlich auch so Fundräder oder Polizei, ich weiß gar nicht genau, wie das genau da funktioniert. Bauen die wieder auf und geben die für einen Obolus weiter. Ja, und da es wird, das wird jetzt aufgelöst und das schaue ich mir jetzt an. Und da kann ich die ganzen Räder einfach einladen mitnehmen. Ja, das ist natürlich der perfekte Auftakt für die neue Saison. Anders machen es andere ja auch nicht. Warum soll nicht auch mal der Tommy so ein glückliches Händchen haben? Und das finde ich sehr, sehr geil. Also von Jan, von dir und deiner Frau einfach total fantastisch, dass ihr an mich gedacht habt. Wenn das alles klappt, dann bin ich sehr, sehr glücklich. Denn nächste Woche mache ich ja den Laden auf. Und wenn ich da, der Posten kommt ideal einfach. Ich kann es einfach, denke ich mal, gut Bastlerräder etc. alles gleich verklingeln. Das ist natürlich ein bisschen schwachsinnig, weil ich habe gerade irgendwie 20 Räder so weggegeben an Schrott oder so, aber ach, neues Jahr, neues Glück und jetzt hole ich mir wieder Räder rein. Ein Kinderspiel, dann werden wir jetzt richtig rocken. Werden wir die Straße rocken. 28 Minuten Fahrt, wir starten jetzt. So, die eine Katastrophe und die andere Katastrophe. Ja, toll. Lumen abholen. Ja, dicke Augen. Du kommst von dem einen Quatschverein gleich den nächsten Termin. Kinder. Ja, gerade angekommen, wie gesagt, aus Weißensee, quer durch die Stadt geheizt. Jetzt muss ich wieder nach Steglitz fahren, Lumen abholen, weil sie hat eine allergische Reaktion. Auf irgendwas. Keine Ahnung, die reibt sich ja immer die Augen. Und die in der Schule, die denken dann immer auch, das ist Pinnhautentzündung, man muss erstmal nach Hause, das ist Quatsch. Die braucht halt nur ihr Allergiemittel. Das hat sie jetzt nicht bei. Weil sie selber damit natürlich nicht umgehen kann. Jetzt holen wir sie ab. Ja. Genau, Ich wollte am liebsten schon sagen, da können Sie nicht noch mal gucken, wie sie jetzt aussieht, aber ich habe mich nicht getraut. Du Rabenmutter. Ja, wahrscheinlich voll die Pickel sind, genau in so einem Moment am Auge. Das wird aber schlimmer, es altert schon. Wieso? Mann. Hallo? Das legt sich doch auch alles wieder. Ja, Fazit? Geht's gut. Das ist ja die Hauptsache.
wir haben sie im Auto und sie freut sich natürlich jetzt auch hier zu sein. Und Anouk ärgert sich, noch in der Schule zu sein. Obwohl nicht mal. Die war, das war ganz. Die hat nur so Manu. Ja, Manu. Sie hat so viel Spaß da in der Schule. Es ist schön, genau, sie hat sich gefreut, uns zu sehen. Und es ist schön zu sehen, dass sie sich auch so viel Spaß hat da. Oder? Ja. Sie ist total gerne da. Wer das hier gemacht hat. Wie wir das gemacht haben? Ja. Aha, mit Raffi Tücke. Das war Papa Zauber. So zusammenkrampfen muss. Ist aber drauf. Ne, warte, der Kaffee ist weg. Hurra, hurra, die Fahrräder sind da. Da, schaut. Die hier alle. Da, 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 da. So. Ja, also das hat alles geklappt. Soweit. Ich habe die Räder abgeholt. Zumindest die Räder erstmal. Teile kommen später. Eventuell. Und ich möchte mal sagen, mit dieser erfolgreichen Meldung verabschiede ich mich heute am Freitag schon und am Montag, ab Montag geht es weiter hier im Laden. Dann wahrscheinlich wieder mit jedem Tag ein Video und dann habt ihr auch nicht mehr so lange einen Zug. Also bleibt dran, verfolgt die neue Saison im Laden, die Saison 2020 im Fahrradsalon. Seid mit dabei. Wir sehen uns ab Montag wieder täglich, vermutlich. Also bis dann. Ciao, sagt der Tommy.